Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich habe mir neulich, schon ein Weilchen her, im Decathlon dieses Messer gekauft. Das nennt sich Solognac. Findet man in der Jagdabteilung und ich war da eigentlich ziemlich begeistert von, weil das ist tatsächlich ein Full-Tang, also Voll-Erl, um deutsch zu bleiben, Messer, die ja so unglaublich gute Survival-Messer abgeben sollen, wenn man dem Ami glaubt. Also sprich, das gesamte Messer besteht aus Stahl, nur dass man halt links und rechts am Griff noch ein bisschen Griffgummi quasi drauf, geschraubt hat. Was ich auch schön finde, man kann die auch abschrauben, die beiden Griffbacken, und kann da theoretisch sich was zusammenschnitzen, was man dann stattdessen draufschrauben möchte oder sonst irgendwie was selber machen, was man da draufschrauben möchte. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Das Teil hat 9 cm Klingenlänge, ist relativ dick, wie man sehen kann. Also für meine Verhältnisse ein ziemlich dickes Messer, wenn ich mir so angucke, was ich sonst so besitze. Und es war im Zustand, in dem ich es gekauft habe, auch wirklich ordentlich scharf. Also ausgepackt, dran gelangt. Natürlich kann man das im Laden nicht testen. Man muss es schon kaufen, um rauszufinden, wie scharf das Ding denn nun ist. Und da war ich aber doch wirklich positiv überrascht, dass die Schärfe echt ordentlich ist. Und jetzt gibt es ja diesen schönen Papiertest hier. Und da ist die Performance, die Klinge ist halt ein bisschen kurz, durchaus. Ich versuche jetzt nach Möglichkeit nichts abzuschneiden, weil sonst landet es im Wald. Aber da schneidet es schon gut durch. Und das ist jetzt relativ dickes Papier hier, also das geht gut. Das geht im Vergleich, nehmen wir mal das Opinel, was ich immer standardmäßig verwende. Das geht da auch wunderbar natürlich durchs Papier. Aber es ist jetzt nicht so, dass das andere Ding da unglaublich schlechter durchs Papier schneidet. Ja, und dieser olle Papiertest, das ist ja so ein Standard-Schärfetest, den man in der Messerwelt dann gerne anwendet, wenn man wissen möchte, ob sein Messerchen denn nun scharf ist oder nicht. So. Das nächste, was man machen kann, ist halt eben gucken, ob man sich denn mit einem Messer eventuell auch die dünnen Härchen auf dem Arm wegrasieren kann. Und da kann ich gleich verraten, das geht mit keinem meiner Opinels. Das ist nämlich der springende Punkt. Darauf möchte ich so ein bisschen hinaus in diesem Video. Ich habe nämlich eine Frage an euch. Hingegen mit diesem Ding und mit Mora-Messern im Übrigen, die ja wirklich sauscharf sind. Das steht ja gar nicht zur Debatte. Und auch wunderbar ins Holz reinschneiden. Auch das steht nicht zur Debatte. Aber mit diesem Ding hier geht das schon, dass man sich da ein paar Härchen entsprechend abgeschnippelt bekommt. Also man kann es, glaube ich, hier sehen, dass sich da so ein bisschen was angehäuft hat. Und da hängt auch ganz gut was auf der Klinge. Das ging mal noch besser, als das Ding ganz neu war. Wenn man es jetzt frisch abziehen würde, würde es sicherlich auch noch mal ganz gut funktionieren. Aber glaubt es mir einfach, das war wirklich, als ich es gekauft habe, super scharf und super gut zum Abrasieren von Härchen am Arm geeignet. Ich hatte schon überlegt, ob ich das nächste Mal zum Rasieren hernehme. So, jetzt Knackpunkt. Worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist Folgendes. Jetzt will ich ja kein Messer, um mir damit Härchen vom Arm abzurasieren, sondern ich hätte gern ein Messer, mit dem ich vernünftig schnitzen kann. So, und deswegen machen wir hier mal diesen und stellen fest, das ist schon nicht übel, was da an Spänen fliegt. Damit kann man arbeiten, ne? Habt ihr gesehen? Also das ist schon in Ordnung. So, aber jetzt das Opinel, das bei den Schärfetests schlechter abschneidet, weil die Rasiererei nicht funktioniert und beim Papier jetzt kein wirklich sichtbarer Unterschied festzustellen ist, frisst sich halt deutlich leichter und mit viel größeren Spänen erheblich effektiver durchs Holz. Wirklich, wirklich ein deutlicher Unterschied. Also auch das möge man mir bitte glauben. Das ist tatsächlich so. Nachdem ich jetzt mir die Ärmchen ja schon ein wenig rasiert habe, kann ich jetzt auch meine Jacke wieder anziehen. Es ist nämlich kalt. Mir stellt sich jetzt die Frage,
wenn dieses Messer einen Arm rasieren kann und dieses Messer nicht, warum bin ich dann mit dem Obinel im Holz erheblich erfolgreicher als mit dem Ding? Weil eigentlich sollte das, wenn man jetzt wirklich das Armrasieren als Schärfetest entsprechend toll ist, ja eigentlich das erheblich schärfere Messer sein. Liegt es jetzt an der Klingenform, weil Obinel bekanntlich einen Flachschliff verwendet und dieses Ding hier hat, naja, so eine Art Scandi-Schliff auf jeden Fall. Also sprich, relativ lange gerade und dann erst kurz vor der Schneide angeschliffen, also so ein bisschen keilförmiger quasi. Da gibt es schon einen etwas anderen Schleifwinkel. Übrigens, der Schleifwinkel der Klinge, das konnte man nachlesen, ist 20 Grad. Mein Obinel hat, glaube ich, 15 oder was. Also zumindest schleife ich es immer so mit circa 15, 16, 17, irgendwie sowas schleife ich es nach, wenn ich so ein Schleifset verwende, bei dem man den Schleifwinkel einstellen kann. Ich habe so ein Ding und wenn ich das nehme, dann nehme ich da immer so 15, 16 Grad. Das habe ich jetzt bei dem Obinel noch nie verwendet, aber ich habe irgendwie den Eindruck, dass das ganz gut passt zu den Teilen. Also so gesehen ist der Schleifwinkel hier schon nochmal schärfer. Das kann ja dazu führen, dass die Klinge dann entsprechend leichter ausbricht und es bleibt weniger lange scharf. Soweit habe ich es begriffen. Aber warum beißt sich dieses Ding dann bei einem stumpferen Schleifwinkel zwar schlechter ins Holz, was ja Sinn macht, aber rasiert trotzdem Arme und das Ding nicht bei einem schärferen Schleifwinkel? Ist es dann wirklich die Tatsache, dass das ein Scandi-Schliff ist und das hier ein Flachschliff? Kann das daran liegen? Hängt das jetzt mit dem Stahl zusammen? Kann mir das mal irgendjemand erklären? Also das irritiert mich einfach wahnsinnig. Das ist auch bei Mora-Messern so. Die haben eine ganz, ganz, ganz vergleichbare Performance zu den Obinel-Klingen, wenn es ums Holzbearbeiten geht. Aber mit Obinel, mit Mora-Messern kann ich mich, wenn ich sie kaufe, kann ich mir auch den Arm rasieren mit Obinel-Messern. Nie. Hat noch nie funktioniert. Und ich habe auch noch nie eins darauf geschliffen bekommen, dass das funktioniert bei Mora-Messern. Messern hingegen schon und halt eben auch bei diesen Dingen. Also das ist mir ein großes Rätsel und da würde ich gern wissen, kennt da irgendjemand eine Antwort auf das Phänomen, rasieren geht, aber es ist ein schlechteres Schnitzmesser. Ne? Das ist die große Frage. Da wäre ich für jeden Hinweis dankbar. Ja, und dann mache ich zu diesem Video noch einen zweiten Teil, den mache ich aber separat, weil ich habe gedacht, das ist ein gutes Messer fürs Grobe, weil es ist ja Full-Tang und hat ja auch eine vergleichsweise dicke Klinge. Kann man da jetzt mal ein bisschen auf Holz rumprügeln und das werde ich jetzt auch noch tun. Und das gibt dann noch ein eigenes Extra-Videochen, ein kleines, wirklich ein kleines. Also nicht nur für Ben-Verhältnisse, sondern wirklich ein kleines. Okay. Sagen wir ein für Ben-Verhältnisse, kleines Video. Klein ist ja alles unter 10 Minuten. Also demzufolge prügel ich damit jetzt noch ein bisschen auf den Stöcken ein, die ich hier so gefunden habe. Und das separat. Und grundsätzlich ist das eigentlich ein schönes Messer, das auch gut in der Hand liegt. Noch ein Kritikpunkt ist dieses Ding hier. Diese komischen Serrations oder was das sein soll. Ich weiß nicht, wofür das gedacht ist. Als Anti-Rutsch-Daumenauflage, das tut einfach nur weh. Wenn man da Druck drauf ausübt, mit dem Daumen ist das einfach nur unbequem und doof und nervt und erfüllt keinerlei sinnvollen Zweck. Was ich noch ganz schön finde, wir haben natürlich hier eine sehr weit ausgekerbte Schleifkerbe, die man jetzt fast schon vielleicht als Fingerauflage noch zusätzlich verwenden kann. Wäre mir dafür bei meinen Fingern ein bisschen zu klein. Das ist ein bisschen arg gefährlich, dass man dann schon in die Klinge reinrutscht, wenn man da rumhandiert. Aber dafür jemand, der kleine Finger hat, der kann das vielleicht so nutzen, finde ich an sich ganz gut. Was ich auch praktisch finde, ist eben, dass man die Griffschalen abschrauben kann und was anderes. Ich habe es mal ausprobiert, habe es immer kurz runtergeschraubt. Es gibt ein Lanyard-Hole, ist auch nicht schlecht. Klingenform finde ich sehr ansprechend, sieht schön aus, ist insgesamt ein hübsches Messer. Und für diesen China-Stahl bin ich eigentlich wirklich positiv überrascht worden, als ich es ausgepackt habe. Ich hatte gar nichts erwartet, habe gedacht, oh Gott, das ist jetzt wahrscheinlich irgendein totaler Schrott. Aber die wissen schon, warum sie 5CR15 auf ihren Stahl draufschreiben, weil das ist tatsächlich schon ein Stahl, der nicht so mies ist, dass man einfach nur Stahl draufschreibt. Wenn man bedenkt, wie wenig der kostet, ist die Performance davon wirklich eigentlich erstaunt mich schon in Anbetracht des Preis-Leistungs-Verhältnisses. Das ist man sonst nur von Obinel und Mora gewohnt, dass die Chinesen jetzt also quasi was bauen, was so ähnlich funktioniert, wenn es mit ein paar Abstrichen halt eben, wenn es um Holz geht.
Aber das ist halt der Unterschied. Mit dem Teil traue ich mich jetzt wirklich auf Holz rumzuprügeln mit einem Mora. In der Regel geht das ja auch. Und mit dem Mora Robust habe ich auch schon alles Mögliche batoniert. Einfach mal, um es auszuprobieren. Wenn es kaputt ist, ja gut, kosten 10 Euro oder 12 oder irgendwie sowas. Geht die Welt nicht unter. Ist nicht kaputt gegangen. Aber rein so vom Ding her sollte man, glaube ich, für solche Sachen schon wirklich ein Vollerlmesser nehmen. Das macht schon irgendwo Sinn, dass auch nochmal eine deutlich dickere Klingenstärke als so ein Mora besitzt. Das ist in diesem Fall jetzt hier zwar nur 1,5 mm dicker als ein Mora Robust, aber immerhin. Und ja, wir probieren das jetzt mal aus. Ich habe selber noch ein wenig versucht, die Batoniergeschichte, und gucken wir mal. Und das ist, wie gesagt, jetzt das andere Video, und ansonsten sage ich hier jetzt an dieser Stelle tschüss.